schön, dass Sie da sind. Heute geht es um Kontaktaufnahme, Beziehungspflege, Gesprächskultur. Das ist schon unter uns Menschen nicht leicht, zumal in diesen Corona-Tagen mit Kontaktbeschränkungen. Wie gelingt es uns dann erst mit Gott, unserem Schöpfer? Der Sonntag Rogate ist der Sonntag des Gebetes. Mit dem Gebet im Namen Jesu können wir den Kontakt zu Gott aufnehmen, so die österliche Verheißung. Denn als Christenmenschen glauben wir, dass Jesus Christus an Ostern den Weg für uns frei gemacht hat zu Gott, unserem Vater im Himmel. Darüber wollen wir gemeinsam nachdenken und mit Theseliedern uns einschwingen, mitsingen und mitbeten. These ist eine Kommunität im Süden Frankreichs, ein internationaler Ort des Gebetes, und die Lieder wollen die Hoffnung, die österliche Hoffnung, zu uns bringen, in unsere Herzen fließen lassen und so die österliche Hoffnung auch zu ihrer Hoffnung werden lassen. Wir laden Sie ein, und wir, das sind heute an der Orgel Peter Girus, Lektor Lothar Pristoff, Corinna Buchhorn, und ich freue mich, dass bei den Liedern uns Pastor Stefan Bischoff unterstützt und auch ich bin dabei, Pastorin Maike Sellmeier. So lassen Sie uns miteinander der Hoffnung und der Freude nachspüren, die Christus für uns ist. Und preiset seinen Namen.
deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Amen. Musik.
nennt der Apostel zuerst die Bitte, wenn es um das Beten geht? Müsste denn nicht die Danksagung an erster Stelle stehen? Ich denke, Paulus denkt dabei an das Gebet, das Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen beigebracht hat, und das Vaterunser ist ein reines Bittgebet. Ja, ich weiß, Not lehrt beten. Aber ist das denn die richtige Art und Weise, mit Gott Kontakt aufzunehmen? Es kommt mir so fordernd vor. Ja, wir dürfen Gott unseren Vater nennen, sagt Jesus. Also dürfen wir zu Gott kommen wie Kinder zu ihren Eltern. Und ich denke daran, wie ein Kind auf die Welt kommt mit einem Schrei. Und es beruhigt sich erst und hört erst auf zu schreien, wenn jemand das Kind auf den Arm nimmt, sich dem Kind zuwendet, es tröstet oder die Mutter es an die Brust nimmt und dann, wir sagen ja auch, stillt. Das heißt, Gott wendet sich denen zu, die am lautesten schreien? Ich denke ja, das kann man so sagen. Schau mir doch, wie es Jesus gemacht hat. Der hat sich doch auch genau denen zugewendet, die ihn am meisten brauchen, den Kranken besonders. Auch denen, die ganz laut um sein Erbarmen gerufen haben. Und ich denke, wer sich mit einem Hilferuf an Gott wendet, der zeigt damit ja, dass er in sich eine Hoffnung trägt, dass Gott auch helfen könnte. Und wenn er es dann auch tut und Menschen diese Hilfe erfahren, dann wächst Vertrauen und Liebe. Es fällt manchen einem sicher nicht leicht zuzugeben, dass er Hilfe braucht. Das heißt ja, sich selbst eine Schwäche einzugestehen oder sogar eine Notlage. Wenn wir beten, dann stehen wir mit leeren Händen vor Gott. Wir haben nichts mitzubringen und wir müssen auch nichts mitbringen. Wir dürfen Gott wirklich sagen, was uns fehlt. Das allerdings nicht in einem fordernden Ton, nach dem Motto, also ich habe einen Anspruch darauf, dass du mir das jetzt auch gibst, sondern ich denke, wer betet, der vertraut sich Jesus an in der Hoffnung auf seine unverdiente Gnade, die er uns schenkt. Und ich denke, das ist eine Frage der Gebetshaltung. Die versteht sich aber nicht von selbst. Gut, also wenn Menschen gemeinsam beten, zusammen findet man eher den richtigen Ton, denke ich. Dann lasst uns Jesus um seine Gnade bitten. Oh,
Gott, um etwas zu bitten. Da gibt es so vieles, was ich mir wünsche, wonach ich mich auch sehne im tiefsten Herzen, dass ich dankbar bin, wenn mir jemand dabei zuhört. Dann hast du es wohl leichter, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und so beschreibt Martin Luther das Gebet als ein herzliches Gespräch mit Gott. Ja, genau so empfinde ich es. Ich kann Gott alles erzählen, was mir auf der Seele brennt. Abends zum Beispiel beim Schlafengehen, dann schaue ich nochmal den Tag zurück. Und Gott darf mitschauen, was da alles war. Das tut gut und hilft mir, den Tag dann auch loszulassen. Ich gebe den Tag dann in Gottes Hände. Ich merke, dass du großes Vertrauen hast zu Gott und keine Scheu, dich ihm zu zeigen, so wie du bist, mit Licht und ja, eben auch Schatten. Denn jeder Tag enthält ja beides. Oft sind wir nicht zufrieden mit dem, was uns am Tag begegnet ist, mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben und manchmal auch mit uns selbst nicht. Gott hört und schaut uns liebevoll zu, bei allem, was wir ihm bringen. Er verurteilt uns nicht. Und genau das hat uns Jesus so gezeigt. Was ich dich noch fragen wollte, wie wird denn aus dem, was ich Gott erzähle, ein echtes Gespräch? Ein Gespräch also, in dem nicht nur ich die ganze Zeit rede. Allein, dass du diese Frage stellst, zeigt ja, dass du schon viel von Gott gehört und auch verstanden hast. Der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard hat eine Antwort auf deine Frage gegeben, schon im 19. Jahrhundert. Und ich bitte dich, Lothar, uns diese Antwort von Søren Kierkegaard einmal vorzulesen. Søren Kierkegaard schreibt: Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörender. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Die Regierenden, die Politiker dabei.
meinst du denn, dass das wirklich was bringt, wenn wir hier in der Kirche für diesen oder jenen beten? Wir sind doch nur zu fünft. Was ist das im Vergleich zu 83 Millionen Menschen ganz in Deutschland? Also ich bin überzeugt, Corinna, zutiefst überzeugt, Gott hört jedes Gebet und besonders jeden Hilferuf. Und wenn da wir fünf rufen, ist das besser, als wenn nur einer ruft oder auch gar keiner. Und Lothar hat ja vorhin gesagt, dass es viele Menschen gibt, die auch in der Not gar nicht auf die Idee kommen, dass sie beten könnten, die gar nicht wissen, wie sie Gott ansprechen können, die vielleicht auch nie gelernt haben zu beten. Und wieder andere Menschen, wenn sie in Not sind, haben keine Worte mehr. Sie verstummen im Leiden. Umso wichtiger, dass dann ein anderer für sie seine Stimme erhebt. Ich sehe oft, wie Menschen in Kirchen für andere Kerzen anzünden. Hier in der Martinskirche gibt es ja seit letzten November auch einen besonderen Kerzentisch. Ich denke, er ist nicht ohne Grund in diesen Corona-Zeiten entstanden, damit wir am Leben und Sterben anderer Anteil zeigen können. Dann lass uns doch miteinander für die vielen Notleidenden in dieser Pandemie Kerzen anzünden und Gott um sein Erbarmen bitten. Thank you.
an, das gemeinsame Singen, aber auch das Kerzen anzünden. Es holt mich aus der Ohnmacht heraus. Ich kann etwas tun, aktiv werden für die vielen Menschen, die da draußen am Kämpfen sind, und fühle mich so mit ihnen ganz doll verbunden. Also auch bei mir hat sich etwas verändert, dort am Kerzentisch. Vorhin, als ich in die Stille gehorcht habe, wurden die Hilferufe der Menschen fast übermächtig. Doch eben, als ich auf das große rote Herz mit dem schwarzen Kreuz sah und es rundherum durch die Kerzen immer heller wurde, da kam das Chaos langsam zur Ruhe. Ja, und mir fielen eben dort am Kerzentisch die Worte Jesu ein, die er seinen Jüngern beim Abschied sagt: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dann ist jetzt doch der rechte Zeitpunkt, um Gott nun auch zu loben und ihm die Ehre zu geben. Tatsächlich kommt das Lob jetzt aus vollem Herzen. Ich merke, wie sehr uns Gott beschenkt hat in dieser Stunde. Und so merken wir doch im gemeinsamen Vollzug hier im Gottesdienst beim Singen und Beten, warum Paulus die Danksagung dann tatsächlich an letzte Stelle gesetzt hat. Denn diese Befreiungserfahrung, die Gott uns schenkt, jeden Tag neu, sie geht einfach dem Lob voraus. Und plötzlich hören wir dann, neben all den Hilferufen der Menschen auf der ganzen Welt, auch den Lobgesang der anderen, die Gott befreit hat, erlöst, geheilt, gesund gemacht hat, die ihm aus vollem Herzen danken. Halleluja. Thank you.
Gottesdienst am 13. Mai unter der Überschrift Jesus die Tür. Und vielleicht haben Sie bereits die Videoaufzeichnung gesehen von der Grundsteinlegung an der Donau-Urlauber Kapelle, die wir am 5. Mai gefeiert haben. Jetzt steht bereits ein großer Baukran vor der Kapelle, der alles Baumaterial herüber und hinüberbringt. Das ist eine große Geduldsprobe und auch sehr kostspielig. Und so dürfen wir Sie weiterhin um Ihre Spenden bitten, um die Finanzierungslücke für diese Baumaßnahme weiter zu schließen. Das Spendenkonto finden Sie eingeblendet. Wie auch wir